Sven. Achso, Aufnahme starten, wäre nicht schlecht, ne? Herzlich willkommen, Sonntags-Gameplay. Wir sind wieder im Classic, weil im Rank keine Leute drin sind. Unser King ist voll upgraded, ne, der gegnerische King ist voll upgraded, kennt man. Antler, Graal, Bank, Pilgrim, Ranger, Bazookas für den Magic Damage und eigentlich möchte ich noch den Starcaller. Brauche ich den Graal? Eigentlich nicht, ne? Habe ich Magic Damage, ich habe Pierce Damage, ich habe Impact Damage, Magic Damage, Pure, Pierce, gute Frontline, keine Arcane Armor. Aber Antler und Bank müsste eigentlich krass genug sein. Haben wir Reroll? Wir haben Dark Ritual. Also dann würde der Graal würde mir ja auch nichts bringen. Soll ich statt Bazooka vielleicht lieber Berserker gehen? Oder Peewees? Ne, ich gehe die Bazookas. Und machen einen Antler-Start. Antler-Start macht keinen Sinn. Einfach ein Pyro? Ich schaffe keine Worker in Pyro. Haben wir irgendwen, der hier langsam cleart? Ich gehe den Pyro. Bitter, sieht so aus, als würde ich deine Essenz kriegen. Nee, krieg. Nee. Ich bekomme deinen, my bro. Und da geht jemand cross. Okay. Wir haben das Cross, wir haben verloren. Obwohl, die sind schon auf 4,5 Worker, ne? Das ist nicht schlecht. Und ich schicke auf Bash Factory. Jetzt habe ich gerade nicht geguckt, was der hatte. Bitte sei nett zu mir. Oversalted, please. Das könnte jetzt meine Winstreak versauen, ne? Wir sind schon auf 5 Worker auf Wave 2. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und die saven. Oha. Oh, jetzt kriege ich den 40%. Sehr gut. Bush Factory ist der Gate Guard Typ. Doppel Gate Guard. Und der ist jetzt noch ein Dark Mage gegangen. Oh, Dark Mage. Dark Mage Pyro Kombi. Das klingt interessant. Alter. Zzzzt. Geht er da durch? Und jetzt gleich eine Dragon Turtle. Und was machen wir auf der nächsten Wave? Auf der Finger? Da müssen wir irgendeine Swift Armor setzen. Oder wir setzen zwei Ranger. Ah, wenn er ein Dino schickt, ist blöd. Aber nee, der Pyro macht ja jetzt mehr Flächenschaden als Single Target Damage. Und deswegen ist das ja alles okay. Ich krieg eh keinen Income dafür. Auf 3 liegt der nicht. Das ist ein Peewee gegangen. Nee. Die saven hart auf die. Double Hermit? Achso, schicken beide auf die Honeyflower. Ja, okay, macht Sinn. Wir haben jetzt gehalten. Wenn ich ein. Oh, der liegt so. Dann schaffe ich natürlich noch einen Dino, ne? Oder liegt der überhaupt? Ja, der liegt. Sehr schön. Schaffe ich den Dino. Dickes Income. Es ist halt die Frage, ob ich jetzt ein Pilgrim gehen soll. Oder lieber zwei Ranger und eine Bazooka. Zwei Ranger. Ich könnte eine Pilgrim gehen, die heilt dann natürlich den Pyro. Ich könnte zwei Ranger gehen, habe dann aber 20 Gold verschwendet. Wenn ich den Pilgrim gehe, habe ich wahrscheinlich gar kein Gold. Schauen wir mal, wie das so aussieht.
70er Cent, der ist ein King Upgrade gegangen. Ja, sieht okay aus. Sind die Regeneration gegangen? Ne, zweimal Attack, aber warum? Und er liegt 100%. 89% Leak. Uiuiuiui. Das sind Worker, Jungs. Das sind Worker. Und die liegen auch. Aber das ist ja kein Problem. Wenn der da oben hält, dann. Nee, der hält nicht. Und ich sitze hier mit meiner Pilgrim alleine. Ja. Die kriegen jetzt natürlich weniger Schaden als wir. Obwohl das Augenhörn mit dabei, ne? Das sind sogar zwei mit dabei. Alter, die heilen die Chickens halt komplett wieder hoch quasi. Ist das GE? Nein, die sterben jetzt, ne? LOL. War das dumm? Zwei Ranger? Ich gehe noch einen Worker, dann schaffe ich trotzdem noch den Antler. Und schicke dann den Drachen auf 6, weil ich gerade verschlafen habe. Entschuldigung. 60, komplett King-Regeneration. Ja, 4x Regeneration. Und wir kommen sauber auf den Antler. Gehen hier auch für den sauberen Split. Da liegen 2 wieder. Lol. Good job. Guter League und die halten das nicht mehr wirklich gut, ne? GG? Ist das ist vorbei? Sauerkrautler left the game. Ja, GG, Leute. Das Cross hat sie gefickert. Kommt jetzt der Rache hier rein. Ne, ist noch nicht GG. Glaube ich nicht. Dann kommt noch der Butcher. Ich hätte nichts dagegen, wenn es jetzt vorbei wäre, aber der King ist zu stark. Ja. Und jetzt saven wir auf 8 und schicken eine Hexe. Dann ist das hier der Antler. Perfekter Split, bitte. Und auf der Seite ein Ranger? Ja, gegen die nächste Welt brauchen wir einen Ranger. So. Reconnected, left the game. Reconnected, left the game. Ich könnte jetzt natürlich nochmal eine Dragon Turtle schicken. Ah, die schaffe ich. Die würde ich schaffen. Ja, aber nee, ich geh auf die Hexe auf 8. 40er Cent ist okay. Gehen wir auf 10 Worker. Ich würde sogar sagen auf 11. Hat nicht wirklich viele Worker zu. Scheint nicht wirklich viele Worker zu haben. Und jetzt, wo der Veteran weg ist, kann der Drache auch gut durchschnitzeln. Die liegen 62%, der liegt nochmal. Und er liegt hier auch noch den Drachen. Ich bin wieder der Einzige, der hält. Oder? Doch. Hä, ja, wo. Jetzt bitte heilen. Das war knapp. Ah, das ist GG. Und der Drache kommt da oben auch noch runter. Ja, nee, da haben die keine Chance mehr. Ich vertraue dem King. Ja, Vertrauen leider in den Falschen gesteckt. Gut, gutes Sonntagsspiel, würde ich sagen. Hat mich gefreut. Und dann jetzt die Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal.